Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt einmal Führungskurs einfahren, um die Gäres zu holen. Dazu werden wir eine größere Runde fahren. Wie wenn man den alten Kurs immer ja, löschen. Wir haben ihn ja gespeichert, Ordner auswählen nicht. Dazu gehen wir hier rein, löschen den mal wieder. Das ist jetzt ein Kurs mit zweimal Vorgewende. Drei wollte er nicht nehmen, also wäre zu viel gewesen wahrscheinlich. Wir fahren jetzt einen Kurs, um die Gärreste auch zum Feld fahren zu können. Das heißt, starten wir hier vorne. So müssen wir mal losfahren. Und da unten müssen wir mal wieder einklappen. Logisch, ne? Und von da unten werden wir kommen. Einfach so von unten rechts fahren, das muss eigentlich gehen. So, dann geht hier immer darauf. Und zwar, wir beginnen hier mal einen Kurs. Einfach so Überführungskurs. Ne? Fahren wir so los am Acker. Gehen wir auf unseren kleinen Weg zu. Dann geht es hier lang. An den Kühen vorbei. Am ehemaligen Bauplatz für Mischbutterfabrik. In unserem Wald. Dann fahren wir hier den Weg lang und ein bisschen leicht rechts fahren nach einer Möglichkeit. Wo ich hier eigentlich keinen Kurs also entgegenkommen machen werde. Also so viele Fahrzeuge fahren wir ja nicht. So, dann geht es hier auf Straße lang. Richtung Hof. Hier haben wir auch schön rechts fahren. Die Kante ein bisschen ausweichen. So, das Gewicht müssen wir erstmal wegräumen. Dann geht es Richtung Tank von der Gärreste. Und zwar müssen wir rechts von der Hülle da links bleiben. Weil drunter passen wir leider nicht. So, jetzt müssen wir ihn schön. Jetzt auf der rechten Seite bleiben nach Möglichkeit. Falls wir doch mal irgendwie mal selber fahren, dass der uns nicht hier über den Haufen fährt. Ne? So, geht zurück zum Feld. Ist ja ein relativ kurzer Weg. Und der fährt ja nicht so oft mit Dünger. Ne? So. Angekommen. Stopp. Und Aufnahme beenden. Jetzt soll das funktionieren. Aber wir müssen mal speichern. Und zwar unter dieser Führung Gärreste. Ja, noch mal nur ein Jahr, ne? Aber die Reste ist auch extra, ne? Okay. Machst du stimmen. So, wir führen Gärreste für. Feld 12. Gärreste ist ja klar auf der BGH normalerweise und das Feld ist klar, da muss hingehen. Speichern. Jetzt können wir den Kurs mal ganz kurz gucken. Haben wir schon gespeichert? Nee, ne? Gut, löschen. Dann nehmen wir den Kurs auswählen. Neuen Ordner über Führung. Genau so. Und der kommt jetzt rein in. Ja, wie geht am besten, ne? In ein Ordnerregime. Ja, bin ich ein bisschen jetzt überfragt. Ne? Also Überführung, gut, das klappt auch, okay. Also, jetzt haben wir das fertig. Wir haben jetzt alles gespeichert, jetzt können wir kurz laden. Also laden heißt für mich, machen Ordner auf, Level, ja. Plus, wir brauchen immer den
Düngekurs. Also Düngfeld 12. Den laden wir jetzt. Dann tun wir den Kurs anhängen. Und jetzt geht er los. Und zwar Arbeitsmodus. Abfahrer einstellen. Und jetzt schauen wir mal, wie er am besten loslegt. Na klar sind die Bäume jetzt etwas ungünstig. Ne? Das klappt ganz gut. Er fängt hier an. Und schauen wir mal, ob das auch hinkommt mit dem Fahren. Hier fahren wir jetzt mal die erste Runde mit. Der erste Arm ist fertig, der andere mit dem Dünger. Man sieht auch noch die Textur, dass es glänzt. Okay, Dünger geht rauf. Also die Gärreste. Und zeitmäßig, rechnerisch, steht da jetzt alle 20 Minuten. Die Zeit stimmt so nicht ganz, weil ja die, wenn er jetzt einen Nachschub holt, das dauert auch ein bisschen länger. Ne? Fährt er nur mit 20, mit 10. Ja, hier diese Kurverei, also das dauert ein bisschen länger, ne? Das ist das einzige Problem. Wenn du einen geraden Feld hast, dann ist das nicht ganz so dramatisch, ne? Dann ist das, geht zügiger vonstatten. So, dann werden wir noch einen zweiten Takter kaufen fürs Gruppern, ne? Wir brauchen noch einen großen Takter fürs Gruppern, also. Mal gucken, was wir am besten nehmen. Steier hat ein bisschen wenig PS. Eine Gruppe hat, wie viel wollte er haben? Oh, mal gucken, ich glaube auch recht viel, ne? 500 glaube ich, ne? So. Weil für ein Feldarbeiten könnte man auch so einen nehmen, ne? Wäre mal originell, ne? Ein Feld. Traktor mit Kette. Haben wir noch nicht viel, ne? So, PS brauchen wir schon mit viel. Das ist 405. Das bin ich schwach, für den Gruppe ist schwach. Bei Holland. Der hätte so viel, ne? Das nenne ich mal ein bisschen gut. Wer es mag, ne? Also, der kann mit Radgewicht. Also, der hat vorne kein Gewicht. Wenn er schwere Lasten zieht, ist das vielleicht von Vorteil. Wir kaufen den mal so. Und da wir ja irgendwann auch einen Gruppe brauchen, so, jetzt kann man gleich mal sehen, der fährt jetzt los und holt sich Nachschub. Das man jetzt mal kurz beobachten. Also, wenn man sich anschaut, wo hat er jetzt aufgehört, kann man eine Karte sehen. Augenblick warten. Bodenbeschaffenheit. Bis da hat er geschafft. Ja. Und wir natürlich schauen, dass er den Weg auch findet. Ne? Also, der Lohnzahl, das ärgert mich ganz schön. Aber. Dass die Fehler durchgefahren werden kann. Sonst wäre das Problem da. Dass er jetzt natürlich jetzt da lang fährt, das ist ungünstig, aber vielleicht kommt er drüber, ne? Was ich da mal gebaut habe. Muss ich mal bei Gelegenheit korrigieren. Und hier kann man auch sehen, wie das schön gedüngt wurde, ne? Er muss jetzt in den Punkt kommen, wo er über Führungskurs fährt. Und er muss ja da. Na, dann machen wir nicht zu Ende. Er muss ja jetzt zum Startpunkt hinkommen. Aktuell macht er mir ein bisschen Angst, wo er hin will. Aber gewaltig. Und da geht es noch nicht weiter. Normalerweise. Das ist der Vorführeffekt, hätte er jetzt den anderen Kurs nehmen müssen. Ne? Also
Gut, wir mal gleich mal gucken, dass der andere fertig ist. Dann können wir auch nächsten gehen. Nächste Feld. Das ist natürlich nicht schön, dass er den nicht so machen soll. Dann wird das nächste Feld gleich mit Dünger. Und zwar Nummer. Nächster halt, ne? Ich glaube 48. So, was sind wir hier? 1, 2, 3, 4. Schön, kommen schön vorwärts. Freut mir. Ich habe mir gerne die Folgen fertig. Dann habe ich in der Woche ein bisschen mehr Ruhe. Ich meine, ich könnte auch 4 Folgen oder 6 Folgen auch in der Woche machen. Für Thüringen noch kein Problem. Aber dann so hat man so ein bisschen Zeit für andere Sachen und ja. Zum Bearbeiten zum Beispiel muss ja auch noch gemacht werden, ne? So, jetzt sind wir auf Feld Nummer, keine Ahnung, wahrscheinlich 49. 48, gut. Jetzt werden wir hier mal ganz kurz den alten kurz löschen. Kursgenerierung. 48. 2 Vorgewinde waren. So, das klappt ganz gut, wie es aussieht. Zurück. Speichern. Feld 48. 30 Meter. Speichern. Und Abfahrer einstellen und den gleich. Er hat eine Düngerführung weiter runter gemacht. Das ist ungünstig. Gut, Düngen ist verdüngen. Das ist gut. Das andere bekommen wir in den Griff. Ja, aber der Ort arbeitet nicht so genau. Schwierig. So, wo ist er? Warum machst du nicht gemacht, was du machen sollst? Normalerweise hätte er jetzt zu diesem Punkt kommen müssen, wo er jetzt das macht, was er machen soll. Und zwar dahin. Das tut mir nicht so schön, ne? Die machen wir noch selbst voll und mal noch einmal probieren. Ansonsten muss ich mir den anderen Kurs einfahren. Ne? Sehr ungünstig. Das sieht ja nach Streik aus hier. Geht nicht. Ich möchte ja die Gärreste verarbeiten, ne? Oder muss ich über Führungskurs Dings eintragen für Flüssigkeit? Könnte sein. Auffüllen Gülle. Auffüllen Gäres. Okay, das ist schon mal verkehrt gewesen. Jetzt haben wir es richtig. Machen wir so an. Den Kurs auch sehen. Gärreste. Schauen wir mal nächstes Mal, ob es klappt. Wo normalerweise, wenn man wäre hier vorbeigefahren, ohne was einzuladen. Aber hätte hier mindestens mehr fahren. So.
fahren wir an den Punkt, wo er war. Und machen da weiter. Beziehungsweise lassen wir einsteigen, ne? War ja hier irgendwo. So, liebe Show, war das. Was hinten weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal hier jetzt mal Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Ja, danke schön fürs Reinschauen und es geht gleich weiter, denke ich mal, ne? Beziehungsweise morgen. Tschüss.